Passant haben mehrere Verse, Vulgär, Poesie und anzügliche Zeichnungen in die Ziegel hier eingeritzt. Certainly. Please, sir, a coin. Bitte, mein Herr, eine Münze. Das Kind schiebt sich näher an den Saum deines Gewandes. Während das Gehör dich anbettelt, wandert seine Hand heimlich in deine Geldbörse. Verzieh dich, du Gehör. Mach bloß keinen Unfug. Niemand steht vor mir, du kleine Elster. Hau ab. Das Gassenkind pfeift schrill, um die anderen zu warnen. Okay. Bitte nicht stören. Hm. Bürger Thieler. Das ist nah genug. Das junge Mädchen kneift die Augen zusammen, greift mit der Hand nach einem Dolch, den sie in ihrer hinteren Tasche verstaut hat. Ihre Wangen sind bleich und sie leckt sich über den Rand ihrer vertrockneten Lippen. Selbst wenn sie diese Woche gegessen haben sollte, ist sie wohl kaum in der Lage zu kämpfen. Hey, immer langsam mit den jungen Pferden. Ich will dir nichts tun. Waffe ziehen, wenn du es darauf anlegen willst, Mädchen. Nichts sagen. Du stehst einfach nur da. Langsam lässt sie ihre Hände locker an ihre Seite hinabgleiten und atmet erleichtert aus. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Am Ankerplatz der Königin weiß man nie, was einen erwartet. Was macht ein Kind wie du auf den Straßen von Nekataka? I've never had a roof over my head longer than an evening. Nasenale ist ein valianischer Begriff für eine neugierige Person. Ich hatte noch nie länger als einen Abend lang ein Dach über dem Kopf. Sie hebt eine Augenbraue. Schätze mich loszuwerden war für meine Eltern billiger als die Reise zurück in die Republiken. Or a few bites of bitter squash. Oder ein paar Bissen Bittergurke. Na dann lebt mal wohl. So, das ist die Schmiede. Ich werde nicht die Schießpulverfässer hier angreifen. Ach, das ist das Straßenkind, was mich beklaut hat. Zerbrochene Flaschen liegen auf dem Pflasterstein dieser schmalen Straße. Die Luft ist erfüllt mit dem Gestank von Hundekot. Well met, stranger. If you feel like investing in protection, I'd be willing to trade iron for copper. Sei gegrüßt. Wenn du in Sicherheitsvorkehrungen investieren willst, kann ich dir für gutes Kupfer gutes Eisen beschaffen. Die Waffenschmiedin begegnet dir mit einem freundlichen Lächeln. Zeig mir, was du anzubieten hast. Deine Auswahl ist recht gut, aber ich brauche noch bessere Ausrüstung. Alles, was ich verkaufe, ist solide hergestellt, das kann ich dir versichern. Ihr Lächeln verblasst. Aber ich gebe gerne zu, dass ich kein so guter Waffenschmied bin wie Mahiri und ich besitze auch nicht Utos Erfahrung mit Feuerwaffen. You can find in Pariki's Overlook, the district to the north. Udo has a shop in the Brass Citadel, in the eastern part of Nekataka. Du willst Mahiri in Perkis Aussichtspunkt. Das ist der Bezirk nördlich von hier. Udo hat einen Laden in der Messing-Zitadelle, im östlichen Teil Nekatakas. Aber zeig mir trotzdem mal dein Angebot. Take your time. Da habe ich einiges. Schau dich in Ruhe um. Okay, sie hat einen sehr schönen Helm. Und noch einen anderen sehr schönen Helm. Und sehr schöne Handschuhe, muss ich sagen. Der Rest ist alles Standard, bis auf ein paar gute Schilde. Die wir nicht unbedingt brauchen. Waffenmäßig brauchen wir auch nichts von ihr. Aber ich werde mir mal aufschreiben, dass Waffen und Rüstung am Hafen ein paar Helme und zwei Helme plus Handschuhe hat. Jetzt aber erstmal verkaufen. Hauptsächlich Waffen. Ja. Wobei, den behalten wir mal. Ich muss mir das angewöhnen, das so hier zurückzuziehen, sonst... Ja, und das kann ich eigentlich auch verkaufen. Genauso wie die ganzen Xaurib-Speere. Der Xaurib-Scharmützler-Speer wird kaum besser sein als die normalen. Da kann ich eins verkaufen. Dolche kann ich alle drei gleich verkaufen.
Genauso wie alle drei Keulen und Stiletts. Schwerter, da ich ein gutes habe, verkaufe ich die normalen jetzt. Streitäxte genauso. Oh, ein gewöhnliches Schwert und ein gutes Schwert. Was ist denn der Unterschied? Weil das hier sind einfach nur Schwerter. Ich glaube, ich verkaufe das gewöhnliche. Genauso wie zwei von denen. Zwei von denen und von den großen Schäden verkaufe ich alle. So, was haben wir noch, was wir verkaufen könnten hier? Ah, zwei Rapiere können auch weg. Und das Beil kann weg. Xaurib Kampfstab, der kann auch mal weg. Ja. Rüstungsmäßig, hä? Balianischer Mantelrock, der kann auch weg. Brustharnisch, Gambason. Lederrüstung der Prinzipi ist eigentlich genauso gut wie die normale Lederrüstung. Also kann die normale Lederrüstung auch weg. Und wir haben ein bisschen Geld gemacht. Sehr schön. So, das heißt... Notizen, neu erstellen, Titel eingeben. Machen wir mal Händler. So. Nekataka. Hafen. Rüstungshändler. Doppelpunkt. Zwei Helme plus Handschuhe. So. Dass ich mir das merken kann. So, dann gucken wir mal, was es hier mit den Straßenleuten auf sich hat. Weil das Straßenkind da ist das, was mich gerade beklaut hat. Etwas zu essen? Nein, doch nicht. Glücksspieler, Glücksspieler. Der Ankerplatz der Königin ist zwar ganz angenehm, aber man kann die Docks riechen. Hm. Ah, eine K.O.-Kleidung. Da könnte ich was klauen. Ich weiß nur nicht von wem. Ach so, ich komme hier von hier aus gar nicht daran. Ja, die Anwesen, da gehe ich erstmal nicht rein, solange ich nicht keine Ahnung habe, was ich hier suchen sollte. So wie damals, als ich das erste Mal in Trutzbucht war und da in die Diebesbande reingestolpert bin. Und ich sehe hier auch, glaube ich, Kanal des Hausierers, Straße nach Osten. Also es sind sehr viele Anwesen hier. Das war Lehreranwesen. Fisch. Lattgut und Allerei. Und da ist der Schiffsbauer. Schuster. Straße nach Süden. Also nee, ich will erst einmal... Wo will ich überhaupt hin? Ich bin gerade am Ankerplatz der Königin. Ich kann mir aber gerade nicht angucken, wo ich hin muss. Wahrscheinlich zur Schlangenkrone, zum höchsten Punkt. Behold, Aethys is risen again. He is glorious in form and purpose. Oh. Gone shepherds us all, traveler. Seek out his temple along the sacred stair, that thy path shall be made clear. Where is my postinago of a brother? You there? Have you seen Laro Badato? Meinst du mich? Madiko, where is that spoiled brat? Madiko, wo ist dieses verwöhnte Balk? Eine Frau in edlen Kleidern hält ein Hauptbuch mit beiden Händen fest und klammert. Sie blickt suchend in die Gesichter der Vorbeigehenden und schließlich bleibt ihr Blick an dir hängen. Sie runzelt unsicher die Stirn. Wo liegt denn das Problem? Ist alles in Ordnung? Lebe vor. Wo liegt denn das Problem? Laro is past due for a company meeting. Mother wants me to drag the elusive louse back by his ear. Laro ist zu einem Treffen der Gesellschaft nicht erschienen. Mutter will, dass ich diese Laus an seinem Ohr in unser Anwesen zurückziehe. Sie klebt sich das Buch unter den Arm. Must be nice to be a layabout.
Uncle Angbert would have tanned my hide. Muss nett sein, ein Faulenzer zu sein. Onkel Angbert hätte mir das Fell über die Ohren gezogen. Poyotasianisch. Fuck. I am angry and jealous in equal measure. Ich bin gleichermaßen wütend und eifersüchtig auf ihn. Arg, ein Ausdruck der Bejahung. Aha. You think this district was a maze, the way he manages to hide? Man könnte denken, dieses Viertel wäre ein Labyrinth, so gut wie er sich versteckt. Sie blickt über deine Schulter und seufzt. Dann erkennt sie plötzlich, wer vor ihr steht und sieht dich an. The spirit magnet? Sientere, that I did not recognize you. Der Geistermagnet? Sientere, dass ich dich nicht erkannt habe. Was? Woher kennt ihr mich? If you desire to get in the graces of the Valiant Trading Company, we can help each other. Wenn du dich bei der Valianischen Handelsgesellschaft beliebt machen willst, können wir einander helfen. Wie kann ich helfen? Welchen Einfluss hast du bei der Handelsgesellschaft? Ich bin sicher, er kommt von alleine zurück. Welchen Einfluss hast du? Mother's Bank commands the wealth of the Deadfire Campaign. Mutters Bank bestimmt über die Mittel für die Todesfeuerkampagne. Nera trommelt abwesend auf dem Einband ihres Hauptbuchs herum. Could I persuade you to watch out for Laro? I'd pay generously for your trouble. Könnte ich dich überzeugen, nach Laro Ausschau zu halten? Ich würde großzügig für deine Mühen bezahlen. Wenn Laro ihn zufälligerweise treffe, lasse ich es dich wissen. Ich nehme einmal an, deine Mutter ist eine wichtige Person. Du stellst nicht gerade das Viertel auf den Kopf auf der Suche nach ihm. Ihre Hände genauer betrachten. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, aber ich kann es nicht lebwohl. Ihre Hände genauer betrachten. Nera hat ihre Nägel in ihr Hauptbuch gegraben und halbmondförmige Abdrücke auf dem Einband hinterlassen. Sie bemerkt dein Interesse und drückt das Buch schützend an sich. I'm concerned because Laro tends to feud with Orso, one of the local Valera rats. Ich mache mir Sorgen, weil Laro sich gerne mit dieser Valera-Ratte Orso bekriegt. Was meinst du mit Valera-Ratte? The Valeras, a brood of sea vermin playing at nobility. Die Valeras, Meeresgewürm, das tut, als wären sie die Adlige. Sie hebt ihr Hauptbuch hoch, als ob sie damit Ungeziefer erschlagen wollte. We squabble and compete, but Laro, the Postenago, takes it too far. Postenago ist eine wortwörtliche Bedeutung für Karotte, aber gebräuchlich sagt man Idiot. Nimmt das Idiot, okay. Wir kabbeln und wetteifern, aber Laro, der Postenago, treibt es zu weit. Du stellst dich gerade das Viertel auf dem Kopf auf der Suche nach ihm. Ecossi. I only manage the family business. Ecossi heißt wahrscheinlich Entschuldige. Ah, ich verwalte nur das Familienunternehmen. Sie nimmt die Hauptbuch mit beiden Händen und hält es wie ein Schild. Better to ask why Laro isn't sprinting back to look after his birthright. Frage besser, warum Laro nicht zurückgerannt kommt, um sich um seine Familie zu kümmern. Ja, wenn ich ihn zufälligerweise treffe, lasse ich es dich wissen. I'll be waiting at the estate in case he happens to return. Würdest du tun? Ich warte auf unser Anwesen auf seine Rückkehr. Nera deutet mit dem Daumen über ihre Schulter. Laro and his miscreant friends carouse at the tavern, the falls above the Adra Mill and the southwestern bridge. Laro und seine nichtssitzigen Freunde vergnügen sich in der Taverne bei den Fällen oberhalb der Adra-Mühle und bei der südwestlichen Brücke. If you see him, tell Laro to get his good-for-nothing ass back home. Wenn du ihn siehst, sagt Laro, dass er seinen nichtssitzigen Hinter nach Hause bewegen soll. Well, we do have this thing with chasing a rogue god to the ends of Aeora, but I guess if it's on the way. Nun, da ist noch diese Sache, dass wir einen Gott auf Abwägen bis ans Ende von Aeora verfolgen müssen. Aber ich denke mal, wir können uns auch um das hier kümmern, wenn es auf dem Weg liegt. Klar, wir brauchen Mittel. Jede Seele von ganz Aeora ist nach Nekataka geströmt. Also ja, das muss dann... Ah, das Bardetto-Anwesen. Sie war ja eine Bardetto, oder? Falsch. Das da. Das ist jetzt Salz in der Wunde. Ja, Laro Bardetto. Nera Bardetto macht sich Sorgen, dass ihr jüngerer Bruder Laro in Schwierigkeiten stecken könnte. Nera erzählte mir, dass ihr jüngerer Bruder zu einem Termin nicht erschienen ist. Er ist wahrscheinlich irgendwo im Ankerplatz der Königin. Nera will, dass ich ihn finde und so schnell wie möglich zum Bardo-Anwesen zurückbringe. Nera erwähnte, dass Laro und seine Freunde sich häufig in der Schenke an der Brücke im Südwesten und hinter dem Wasserfall im Bezirk rumtreiben. Also, hinter dem Wasserfall ist hier, also hinter der leuchtenden Adra-Hütte. Da würde ich hier von der Straße nach Norden hinkommen. Und die Schenke ist die wilde Meere hier unten, aber ich will mir beides nicht ansehen erstmal. Ich habe ja gesagt, wenn ich Zeit dafür erübrigen kann.
The Queen is holding court today with the Valians and Rauatians. How long before they're killing each other? Wager on it? Mühlenarbeiter. Haben die noch was Besonderes zu sagen? Wie können wir nicht genug leisten, wenn ich seit Tagen keine Ruhe Adra mehr gesehen habe? Hast du hier Geschäftliches zu erledigen, Wächter? Woher wissen die alle, dass ich ein Wächter bin? Okay, ich weiß, woher sie es wissen, weil ich hier einen Aufstand am Hafen angezettelt habe. Okay, von hier aus komme ich nur zum Schlund. Ich will aber eher... nach Norden.